Ich zeige nochmal kurz die Karte. Also hier ist jetzt das Templerversteck in Florenz. Ja, im nördlichen Teil. Wurde jetzt erst freigeschaltet mit der Sequenz 5. Wir schauen einfach mal rein. Jetzt. Jetzt schauen wir rein. Jo. Ja, erstmal schön Ladescreen. Ja, Hausfriedensbruch. So könnte man das auch nennen, was ich hier mache. Im Jahre 1479 den Palazzo Medici infiltrieren und Lorenzo vor den Templern retten. Klingt ein bisschen spektakulär. Wir sind die ganze Zeit schon gesucht. Man sieht es links oben. Das wird auch nochmal erklärt. Was ist hier passiert? Signor Lorenzo? Lorenzo ist leider verhindert. Hey, du bist der Mörder von Francesco De Pazzi. Packt ihn. Mit Vergnügen. Ich wette mit dir, ich bin auch gleich der Mörder von dir. So. Moment. So, und du willst noch mit mir kämpfen, hä? So, warte mal. Ich wollte jetzt mal das Schwert ausprobieren. So. Warum hast du... Moment. Warum hast du wieder dich mit Faust ausgerüstet? So, jetzt. Jetzt geht's los. Zeig. Umhin. Okay. Der ist ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger. Vielleicht müssen wir den greifen. Nein, das geht auch nicht. Warum kann ich dich nicht killen? Na, jetzt haben wir einen kleinen Treffer gelandet. Obwohl das Schwert angeblich ein höheres Tempo haben soll, fühlt es sich jetzt gerade nicht so an. Hm. Echt, also Schwertkämpfe sind nicht meins hier. Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch. Ich sehe mich nicht. Vielleicht muss ich auch hinter denen. Okay, ich mache jetzt mal was anderes. Ich mache jetzt mal das gleiche mit der versteckten Klinge. Geht viel einfacher. Mit der versteckten Klinge kann man die Gegner so schnell kalt machen. Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Schwerter sind nicht so geil hier. Weil die versteckte Klinge hat halt einen Vorteil, die ist extrem schnell. Ihr seht ja, wie schnell ich pixen kann. Und das die ganze Zeit. Und es ist halt ein immenser großer Vorteil. Diese Geschwindigkeit, die hat man doch nicht mit dem Schwert, ne? Obwohl das ja schon schnell sein soll, ne? Na gut, da hätten wir das auch geklärt. Die Gegner sind platt gemacht. Schauen wir uns mal ein bisschen die Gegner an. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. War hier der Eingang? War hier der Eingang? Okay, also hier gibt es einige solche Dinger, aber ja, ich glaube, wir müssen irgendwo wieder hochkrauchen hier, ne? Hier gibt es doch irgendwelche Sachen. Schauen wir mal, wo wir hier hochkommen. Bisschen die Gegend inspizieren. Ja, ich glaube von hier an, ne? Ach ja, hier, von hier. Hier ist so eine Treppe. Sieht aus wie ein Anfang. Wo ein Anfang ist, ist auch ein Ende. Das stimmt jedes Mal. Auch die Wurst hat ein Ende. Die hat nicht zwei. So. Wo geht's ja, ich glaube, hier lang. Jetzt wieder diese mystische, nachdenkliche Musik. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt richtig ist, einfach hier hinter zu spacken, weil es macht ja irgendwie doch keinen Sinn. Nicht hoch, ne? Eigentlich hoch. Oder macht's Sinn? Nein, das macht hier keinen Sinn, oder?
kann ja mal hier rüberspringen. Doch, es macht Sinn. Hier gibt es eine Luke. Also was ist eine Luke hier? So eine... Einen kleinen... Weiß ich nicht was. Ein Durchgang nennt man das. Ah. Das war jetzt so Zufall. Ja. Ein Hebel. Nennt man das. Im fachmännischen Assassinen-Sprachgebrauch. Hä? Ich hab doch... Was ist denn hier mit den Messern los? Ich... Messer. Zack. Geil, oder? So, komm her. Komm her, du. Komm her, du Sack. Spieß. Brich. Ach, Ezio, du kleiner, kleiner Messerwerfer. Du bist ja richtig voller krasse Bro, ey. Das ist ja hier schon Pornografie, was wir hier sehen. Oh Gott. Darf ich hier gar nicht zeigen. Aber gut, das sind Gemälde. Da kann ich nichts für. Ja, gut, dann gehen wir ganz normal zum Schalter. Was kommt jetzt? Aha. Okay. Ja, wir müssen wieder hoch. Das ist natürlich nicht so einfach mehr. Wir müssen irgendwo wieder versuchen hochzukrauchen. Das war wahrscheinlich auch der Witz. Die haben den Schalter nach unten gedreht. Damit ich wieder hier das komische nackte Bild mir angucken kann. Und... Obwohl... Kann man hier auf die Kronleuchter? Nein, ne? Ich denke viel zu kompliziert wieder. Also hier kann man auf jeden Fall nicht lang. Hier haben die ja extra so einen Schornstein hingemacht. Nein. Ach, die Kamera war ein bisschen verrutscht. Dann kommt gleich die Quittung. Du hast die Kamera nicht justiert. Ja, wir legen dich flach. So. Ich versuche immer schön die Kamera zu justieren. Also ich glaube, wir müssen hier irgendwie an die Bilder, hä? Ja, an die Bilder. Ah. Es kommt mir manchmal so im Sinn, aber die Ausführung kommt erst irgendwie später bei mir. So. Die erste Etage erreichen. Haben wir das nicht gerade? Aber echt schöne Bilder, ne? Man rennt hier einfach so weg, ne? Und in den ganzen Spiel sind so viele Bilder hier reingeschmissen schon fast. Das ist Wahnsinn. Ich weiß, dass ich da unten ein Geräusch gehört habe. Verdient euch jetzt eure Florin. Die Hälfte durchsucht den Hof. Die anderen kommen mit mir. Die Kapelle untersuchen. Sie, Capitano. Dann untersuchen wir die Geheimgänge. Was ist mit Lorenzo? Jetzt ist Lorenzo schon tot. Ein offenes Fenster. Die brauchen Luft. Brauchen Frischluft. Das kenne ich. Ich mache auch nachts immer gern das Fenster auf. Aber dann kommen leider Gottes immer so viele Leute und rauchen. Dann muss ich es wieder zumachen. Da! Auf ihn! Oh Gott, ich habe immer noch die Messer ausgerüstet. Ich könnte heulen. Warum? Warum ich? Oh Gott. Jetzt habe ich wieder meine Messer wieder leer gemacht. Ach, das ist so bescheuert, ist das. Haben wir jetzt so ein rotes Design hier? Oder ist das Blut hier? Das ist Blut, ne? Oh, das ist ja richtig blutrünstig. Hey, lass los! Böser, böser Bube. Du wolltest mich umnieten. Das mag ich gar nicht. Dafür kriegst du Akupunktur des Todes. Ich sehe mich auch.
Hast du nicht gedacht, hä? Dass ich so flink bin mit meiner Klinge des Todes. So, wir haben ja offenes Fenster. Ich glaube, wir müssen hier raus. Aber wir schauen erstmal weiter. Das ist ein gruseliger Gang. Hallo, gruseliger Gang. Geht's hier nach unten? Ich glaube, wir müssen nicht nach unten, ne? Wir machen das Fenster. Es wurde nicht umsonst penetrant. Das Spiel so gezeigt. Ja, hier ist was. Hier, guckst dir an. Ja, jetzt gehen wir auch. Die Tauben weisen uns den Weg. Hä? Ich kenne ihn. Ich bin mir sicher. Lachu, Donato, dort ist er. Hier ist er noch ein offenes Fenster. Und ihr habt mich sogar noch entdeckt, bevor ich mich selber entdeckt habe, wo ich bin. Böser. Ich mag das nicht, aber ich muss. So, was haben wir denn hier? Ah, schon wieder ein kleiner Podest für mich. Für meine Reden, die ich hier halten werde. Im Templer-Versteck. So. Aber es sind auch ab und zu immer hier die gleichen Bilder, ne? Irgendwo hier versteckt. Aber trotzdem. Schon trotzdem vielfältige, schöne Bilder. So, ich glaube, ich muss jetzt hier rüber. Wie schafft man das? Ich glaube, ich sehe hier so eine Stange hinter mir. Ja, die Stange war korrekt erkannt. Da hätte man wahrscheinlich ein bisschen den Kopf verrenken müssen. Boah, dass die mich jetzt schon sehen, ne? Ich laufe doch ganz normal. Was habt denn ihr für eine Wahrnehmung? Das ist ja Wahnsinn. Ja, komm hoch, damit du gleich wieder nach unten fliegst. Tschüssi. So, weiter geht's. Kleine Unterbrechung. Wir sollen Lorenzos geheimes Versteck aufsuchen. Geheim wird's nicht sein. Denn wir werden gleich jeden erzählen, wo er sich versteckt. Mit seinem kleinen Pisstopf. Oh nein! Tot. Starkes Stück. Sehr starkes Stück. Oh, ich habe leider wieder... Was sagt man? Ich habe leider X gedrückt. Ah, und jetzt sind wir hier wieder. Ich weiß, dass ich da unten ein Geräusch gehört habe. Verdient euch jetzt eure Florin. Die Hälfte durchsucht den Hof. Die anderen kommen mit mir. Die Kapelle untersuchen. Die Kapelle untersuchen. Sie, Capitano. Dann untersuchen wir die Geheimgänge. Ja, jetzt müssen wir das nochmal anhören. Es tut mir sehr leid. War natürlich alles keine Absicht, ne? Ich spiele schon auf Höchstleistung hier. Zumindest das, was ich kann halt, ne? Und das ist halt... Ja, genau das. So, ich werde jetzt mal versuchen, das ein bisschen schneller zu hinzukriegen. Wir haben es ja schon ein bisschen erlebt hier. Ich weiß jetzt, wo hier die ganzen Sachen sind. So leicht kommst du nicht davon! Ja, haben wir mal das in Windeseile jetzt hier schnell gemacht. Ja, ist ja blöd, weil hier wird ja das Spiel automatisch immer gespeichert. Es wird auch immer zum Spielstart so auch erzählt. War auch damals noch so, ist auch heute noch so, dass die Spiele automatisch speichern. Das ist ein Komfortfeature, was natürlich schon seit Ewigkeiten jetzt mittlerweile in den Spielen existiert. Aber in den neuen Spielen muss man sogar noch manuell speichern. Oder wäre ratsam, das nochmal manuell zu speichern. Es geht hier nicht. Hier ist ausschließlich ist automatisches Speichern. Die haben so an automatische Speicherung noch festgehalten. In der damaligen Zeit. Dass sie dachten, es niemand braucht mehr manuell speichern. Ja, es war halt eben nicht so. Die Leute wollten manuell speichern. So. Wo geht's hier lang? Ach, hier. Da ist auch noch ein offenes Fenster.
Lorenzo, verdammt! Jemand muss einen Weg hineinfinden. Ihr habt ihn gehört, ihr zwei. Holt eine Leiter! Ja, da war wieder dieser blöde Schalter, der Ewigkeiten weit weg ist. Ach. Oh, shit. Ja, ich habe auch keine... Doch. Ach, das lohnt sich nicht. Bei den dicken Leuten brauche ich doch nie mit sowas Luschiges ankommen. Nee, am schlauesten ist es wirklich, sich anzuschleichen, versuchen, noch einen dicken kalt zu machen. Warum dauert das so lange? So von hinten. Und den müssen wir jetzt so bekämpfen. Ja, und der ist auch so ein bisschen langsam, ne? Ich bin halt schön schnell. Kann den schon ein bisschen Schaden machen. Aber er hat ordentlich, ja, ist ordentlich gepanzert. Man merkt es halt auch. Hier ist wirklich Geschwindigkeit Trumpf. Das merkt man auf jeden Fall. Geschwindigkeit ist das A und O. So, wo musste man jetzt eigentlich lang? Hier kam er aus dem Fenster. Müssen wir hoch. Wir hätten die wahrscheinlich nicht kalt machen brauchen. Ich glaube, wir müssen erstmal aufs Bett. Klingt jetzt unanständig, aber ich glaube, wir müssen erstmal aufs Bett. Nein. Ja, hier ist so ein Hochgeh-Ding. Ja. Ah ja, von hier aus. Alles klar. Von hier aus kann man hochgehen. Von hier aus macht es Spaß. Und dann aufs Bett. Und dann rüber. Und dann geben wir richtig Gas. Wir drücken diesen schönen Hebel und freuen uns ganz sehr. Da kommen bestimmt 1, 2, 3 Wachen oder noch viel mehr. Oder? Es geht ein geheimer Gang auf. Wo war der jetzt? Da hinten, ne? Geradeaus hinten. Ja, da muss man auch erstmal hinkommen, glaube ich, oder? Oder muss man da nicht hinkommen? Nein, ne? Natürlich muss man da hinkommen. Nein! Was ist denn mit dir jetzt passiert? Oh, ich habe doch die Stange angewählt. Ezio, wir müssen mal echt mal jetzt langsam ein ernstes Wort reden hier. Das ist, ich finde es nicht schön, wie du hier mich hier alt aussehen werden lässt, tun sollen müssen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich versuche mal hier mit der Stange nochmal im Klaren zu werden. Ich glaube, jetzt hier rüber, das geht gar nicht. Nee. Von so weitem kann sie doch niemals dahin. Das ist doch Quatsch. Ich probiere es trotzdem mal. Vielleicht ist er Superman. War mir so klar, dass das absolut für den Arsch ist. Wie kommen wir denn hier hin jetzt? Hier gibt es ja noch so ein Bild. Ich sehe jetzt gerade nichts. Hier ist ein Schornstein wieder. Wo geht's lang, 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 lang? Wo geht's lang, 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 lang? Ich habe das jetzt mal so gemacht. Weil wir müssen ja irgendwie mal hier vorankommen. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche jetzt einfach mal so mein logisches Verständnis abzubilden. Aber hier ist jetzt der Schornstein, ne? Deswegen habe ich vorhin erwähnt, Schornstein. Oder wir müssen vielleicht doch einen ganz anderen Weg... Boah, mein Gott. Wie kommen wir denn da hin? Wie kommen wir denn da hoch? Ist das auch der richtige Weg, den wir hier lang müssen? Hä?
Ach nee. Wir müssen doch gar nicht da lang. Ich bin jetzt schon völlig verwirrt. Das ist der... Da hinten ist doch das Ding, was aufgegangen ist. Oh Gott. Oh. Ne, da kann ich aber lange machen, wenn das hier gar nicht geht. Ach, na gut, wir haben es noch rausgefunden. Peinlich wäre es jetzt gewesen, eine halbe Stunde lang hier auf derselben Stelle zu drücken. Ist das jetzt der richtige Weg hier? Oder war das der Weg, wo wir hierher gekommen sind? Oh, jetzt habe ich die völlige Orientierung hier verloren. Ich glaube, wir sind von der Tür hochgekommen, oder? Oh, scheiße, ey. Ich habe absolut keinen Plan mehr. Oh ja, gut. Zurück! Senkt euer Schwert. Ich bin's. Ezio Auditore. Wieder habt ihr mich gerettet. Zuerst kommen sie in meine Kirche, nun in mein Heim. Ich werde sie jagen. Sie werden euch nicht mehr belästigen. Seht euch um. Das ist eine meiner Schatzkammern. Ihr dürft euch davon nehmen, was ihr wollt, als Dank für eure Hilfe. Ich denke, dass mein Heim nun... Ja, Signore. Habt Dank für euer großzügiges Geschenk. Ich muss gehen, aber ich komme wieder, wenn alle Pazzi tot sind. Ich werde nie vergessen, was ihr für mich getan habt. Viel Glück. Nehmt die vier Schatztruhen und der wollte doch noch weiterreden, oder? Na gut. Ja, vier Schatztruhen, wie großzügig, das entdecke ich auch manchmal so. Vielen Dank. So 10.000 Florin, das wäre so eigentlich das Mindeste gewesen, oder? Wie seht ihr das? Für diese Aktion, speziell für ihn? 10.000 Florin doch locker. Ich meine, ja, guck mal, wir haben jetzt 1.000 Florin als Dank bekommen. Und was ist das hier schon wieder? Schauen wir mal an. ...3.250 nochmal extra. Okay, gut, da sind wir ja bei 4.250 Florin. Da fehlt noch mehr als die Hälfte. Für meine Dienste hier. Oh mein Gott. Raus hier. Aus der Bude. Alle knausrig, ey. Ihr wisst doch gar nicht, wie viel eine Rüstung kostet hier. Die kostet 10.000. Das war die Mission Hausfriedensbruch. Die haben wir jetzt auch ja, richtig schön schnuckelig erledigt. Schnuckelig und muckelig. Mal gucken, was jetzt kommt. Da sind wir.